Servus Leute und willkommen zu einem neuen ASMR-Video auf meinem Kanal. Heute steht das nächste Spiel im Achtelfinale gegen Kroatien an. Und ich bin sehr gehypt auf das Spiel. Modric spielt immer noch. Wir sehen Perisic, den kennen wir noch. Also sagen mir die anderen Namen nicht so viel. Oh, wir müssen Sané auswechseln. Der ist verletzt, sehe ich gerade. Mannschaft. Nicht verfügbarer Spieler. Partie-Neuigkeiten. Sané fällt 5 Tage aus. Okay. Sich doch schwerer verletzt. Also Sané kommt. Wo ist hier Reus? Reus kommt über die linke Seite. Da haben wir noch einen linken Flügel hier. Hier Wirtz könnte spielen. Draxler hätten wir noch. Aber ich weiß nicht, Draxler. Irgendwie nicht mehr so für die Nationalmannschaft. Irgendwie nicht so das Vertrauen hier. Also Musiala haben wir noch. Ja, und so gehen wir in das Spiel. Ja, Trikots passen auch. Und dann let's go, Freunde. Hier Achtelfinale. Deutschland gegen Kroatien. Wer schafft es ins Viertelfinale? Von uns. Drück mir die Daumen. Let's go. So. Klasse Ball. Und 1-0. Kai Havertz. Aber da wurde die Lücke perfekt. Perfekt ausgenutzt, Freunde. Wahnsinn. Was ein Ball. Fast wie im Training. Und Havertz hier jetzt mit viel Training in den letzten Spielen macht hier das 1-0 klar. Sehr, sehr wichtig, dieses Tor. So, hier. Nächst. Ja, Kroatien spielt hier gar nicht so gut auf, muss ich ehrlich sagen. Boah, der Ball hätte nach unten gemusst. Zu Havertz. Dann wäre es gefährlich geworden. So, Achtung, Defensive. Ist jetzt auch mal gefordert. Neuer. Gut verteidigt. Luka Modric kickt die Ecke. Ist mal abgewehrt. Und der nächste Eckball. Ja, das Tor, das macht. Das gibt so ein bisschen Sicherheit. Achtung. Weiter, ja, super. Oh, Havertz hat im Moment so richtig den Riecher, wo er durchsteigen muss. Neuer. Was eine Parade. Hat er die Ecke geahnt. Sonst würde das nicht so gehen. Nein. Leute, aufpassen. So, komm, Rüdiger. Super.
Cinabri. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Müller, Thomas Müller. Oh nein, Chance vertan. Da hat er seine Chance vertan. So, Achtung, die Kroaten kommen. Und der nächste Eckball. Ja, die werden stärker. Modric. Wahrscheinlich seine letzte WM, denke ich. Schön erstmal weggeköpft. Und Neuer. Süle. Konter. Komm. Weitergegeben, Gnabry. Komm, mach ihn. 2-0, Deutschland. Serge Gnabry. Aber tolle Kontermöglichkeit hier gewesen. Havertz gibt da den Ball gut weiter. Ja, und dann steht der Müller, steht da zugedeckt und dann macht Gnabry das Tor. Ja, sehr komfortable Führung für uns jetzt. Damit können wir es echt ein bisschen ruhiger angehen lassen. Schön. Havertz. Jetzt darf er mal und übers Tor. Den macht er übers Tor. Das war aber sehr, sehr gefährlich. Da hat Havertz schon wieder gelauert.
Das ist jetzt schön eingespielt. Ja, ein bisschen zu lang gewartet. Das war ja gut. Der war nicht gut getroffen, der Ball. Muss man ehrlich sagen. 62. Minute. Der nächste. Was hat denn der da gemacht, ey? Jetzt wäre mir ein bisschen übermütig hier. Fernschuss und Neuer hat ihn. 15 Minuten noch. Jetzt bringen wir doch mal Julian Draxler. Kroatien wechselt auch dreimal oder ich glaube dreimal sogar. Ja, die müssen jetzt. Wow. Okay, das war eine gefährliche Situation. Ah, Mist. Wer war es? Draxler, glaube ich sogar. Hier. Okay, der Anschlusstreffer, Kroatien. 3-1. Ja, man sollte. Hier, Rüdiger tritt daneben. Und dann ist der Weg frei. Der 80. Minute. Schlecht. Rüdiger. Draxler. Auf Goretzka. Der hat Platz und schießt den Ball ganz knapp übers Tor. Ja, da zieht er sich noch so ein bisschen nach außen, aber ja. Kommt nicht dahin, wo er hin soll. So, Kai Havertz. Schöner Ball. Thomas Müller. Nochmal mit dem Versuch. Gnabry kommt raus. Gündogan kommt rein. Eckball. So, Gündogan. Darf es auch nochmal probieren. Und Havertz bekommt jetzt auch nochmal sein Applaus. Top gespielt, Junge. Fast im Alleingang schon hier. Aber ja, ohne die anderen Spieler wäre es auch nicht möglich gewesen. Müller. Was macht denn der Junge? Der macht doch noch das 4-1, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Das schauen wir uns noch mal an hier. Tänzelt sich da durch. Ohne Gegenwehr. Und knallt dann den Ball rein. Ja, 4-1, der Endstand. Denke ich mal. Ja, 4-1, der Endstand. Wir gewinnen gegen Kroatien und sind somit im Viertelfinale. Waren ja die Gruppenspiele schwerer, habe ich das Gefühl. Weiter. So, das ist der Tor.
Turnierbaum. Brasilien gewinnt gegen Korea und damit steht unser nächster Gegner fest. Das ist Brasilien, die gewinnen im Elfmeterschießen sogar. England spielt gegen Australien. Frankreich gegen Senegal. Und da unten, das ist noch nicht entschieden. Tabelle. HWZ Doppelpack. Wo ist denn eigentlich hier Spielerstatistik? Genau, das wäre mal interessant. Kai Havertz, 7 Tore. Dann Moreno. Müller. Müller macht hier wieder seine Tore. Sauber. Müller und Gnabry. Also Müller ist echt wieder richtig krass hier. Tabelle. Viertelfinale. Senegal gegen Frankreich. England gegen Australien. Also, England wäre dann unser Halbfinalgegner und Belgien gegen Portugal muss ich noch rausstellen. Ja, let's go. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel Deutschland gegen